wenn man mit dem Model 3 fährt, ist es tatsächlich so, dass man einfach die Instrumente vermisst. Der Blick muss immer auf den Monitor gehen, wie schnell man gerade ist, und das fand ich zumindest mit einer kleinen Eingewöhnungsphase auch immer noch sehr nervig. Jan, was gibt es noch am Model 3, was uns nicht so gut gefallen hat? Ja, da gibt es leider noch ein, zwei Sachen, die uns nicht ganz so gut gefallen haben. Wir können ja noch einmal rausgehen, dann zeige ich euch einmal ganz kurz ein Detail, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Das ist so die Tür, cleane Optik, gefällt mir ganz gut, aber der Türgriff, bei anderen Tesla-Modellen fährt er so raus, damit er auch so jetzt schnittig drin ist, ist er auch hier versenkt. Jetzt fragt man sich erstmal, okay, wie öffne ich den? Hier? Nee, da nicht. Hier? Okay. Man öffnet ihn so rum. Und für mich, das mag vielleicht auch eine Gewöhnungssache sein, ist es irgendwie genau verkehrt rum. Also andere Autos haben den Türgriff quasi, dass man hier drauf drückt und der hier öffnet. Also irgendwie ist es so ein bisschen fummelig, mit einer Hand auch ein bisschen schwierig zu bedienen. Also vielleicht ist es auch einfach nur eine Gewöhnungssache. Aber es ist ein Detail, was mir jetzt persönlich nicht ganz so gut gefällt. Nummer 3 bei den Sachen, die uns am Model 3 nerven, ist der vordere Kofferraum, der Frunk. Ich würde jetzt gerne hier was reinlegen, aber es gibt keinen Hebel, kein Nichts. Der Schlüssel ist eine Kreditkarte. Jetzt muss Jan mir helfen, denn den Frunk kann man nur von drinnen entriegeln. Und dann ist das hier schon alles. Ja, nicht besonders viel Platz. Gott sei Dank gibt es hinten auch noch einen Kofferraum. Und der Frunk ist wirklich durch und durch nervig. So, jetzt ist er zu. Und ein ganz ähnliches Problem, was Peter gerade noch mit dem Frunk hatte, habe ich mit dem Handschuhfach. Denn wenn man hier mal guckt, es gibt keinen Griff, keinen Schalter. Auch Touch ist es nicht. Klatschen auch nicht. Das geht alles nur übers Display. Und auch da ist es jetzt nicht sofort erkenntlich. Also wir haben jetzt hier Navi, Radio, Klimatisierung, alles Mögliche, aber nicht das Handschuhfach. Dazu muss man hier unten auf den kleinen Tesla drücken. Und dann hat man hier die Funktion Glovebox. Dann geht's auf. Wenn man es weiß, ist es natürlich einfach. Aber zu finden ist es ziemlich schwierig. Und groß ist es jetzt auch nicht. Also ähnliches Problem wie mit dem Frunk beim Handschuhfach. Das ist noch nicht der letzte Punkt. Einen gibt es noch, der uns auch nervt am Model 3. Und der wäre? Genau, der wäre die umständliche Bedienung. Zwar gar nicht so von den Möglichkeiten her. Also das ist schon relativ eingeschränkt, was man mit dem auf dem Display anwählen kann. Aber es gibt eben keine Tasten. Das ist das, was das Model 3 so schön clean macht. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich jetzt während der Fahrt was einstellen möchte, dann ist dieses Feld oft schwer zu treffen. Man verdrückt sich, man kommt irgendwie gegen und dann passiert was. Das ist wirklich ein Punkt, der ziemlich nervig ist. Und mit diesem letzten und fünften Punkt verabschieden wir uns aus dem Model 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, was ihr am Model 3 nervig findet. Dafür muss man ja nicht unbedingt drin gesessen haben. Oder was ihr eben cool findet am Model 3. Bis dann. Ciao.